Beim 72. Filmfestival von Venedig ist der venezolanische Film Desta Allá, übersetzt etwa aus der Ferne, mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Das Debütwerk von Regisseur Lorenzo Vigas befasst sich mit unterdrückter homosexueller Liebe. Ich habe diesen Film nicht gemacht, damit ihn alle mögen. Ich habe diesen Film gemacht, damit die Leute sich mit Problemen auseinandersetzen, die wir teilen, die wir in Venezuela haben. Vigas Film setzte sich gegen 20 andere Streifen aus aller Welt durch. Den Silbernen Löwen für die beste Regie erhielt der Argentinier Pablo Trapero für sein Werk El Clan. Als beste Schauspielerin wurde die Italienerin Valeria Golino ausgezeichnet, als bester Schauspieler der Franzose Fabrice Lucchini in L'Hermine von Christian Vincent. Das Filmfestival von Venedig ist das älteste der Welt.